arbeite anders und zu anderen Zeiten. Ich vermische Büro und Privatleben. Das heißt, wenn ich tagsüber meine Kinder zum Basketball oder zum Ballett bringe, dann ist das für mich Freizeit. Und dafür arbeite ich zum Beispiel abends länger von zu Hause. Arbeitszeit anders verteilen ist ein Schlüssel, wie man eine bessere Balance hinkriegt. Für Arbeitgeber ist es wichtig, mehr Flexibilität zuzulassen. Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, Gleitzeitmodelle, den Menschen entgegenkommen mit ihren persönlichen Bedürfnissen, ist für mich eine Win-Win-Situation, weil die Mitarbeiter zahlen das erfahrungsgemäß zurück. Wenn sie mehr Freiheiten haben, können sie auch Dinge auch für die Arbeitgeber auch mal nach dem normalen Feierabend machen. Und ich glaube, wenn man das fließend gestaltet, auch als Arbeitgeber, ist das eine neue Deal, den man macht zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und man sieht ja, wer wann welchen Output leistet. Das kann man kontrollieren, auch digital. Und deswegen glaube ich, ob man nun einen guten Text zu Hause schreibt oder im Büro, wahrscheinlich ist er zu Hause sogar besser geschrieben, wenn man Ruhe und Muße hat dazu, das ist wichtig. Die Qualität ist entscheidend und dass man just in time die Sachen abliefert. Und alle Projektmanagement-Tools sind heute so ausgerichtet, dass man immer sehen kann, wer hat wann pünktlich geliefert. Also die Angst, dass Leute nicht mehr optimal arbeiten, ist völlig unbegründet. Ich glaube, Leute, die mehr Spaß haben, die ihr Leben in Balance haben, arbeiten besser und noch viel lieber. Und das nützt am Ende des Tages auch dem Arbeitgeber.